Moin Leute, Double Bees. Ich hatte heute Nacht um 2:30 eine super tolle, fantastische, glamouröse Idee. Dreimal dürft ihr raten. Ich lag in meinem Bett und ich dachte, ich habe irgendwo ein Foto oder ein Video gesehen, wie jemand rote Haare hat und ich so, das will ich. Das will ich jetzt und hier. Ich also Amazon. Wie bei jeder tollen Idee, die ich habe, das erste, was ich tue, ist auf Amazon zu gehen. We're not gonna talk about that. Ich also auf Amazon, zack, Pulver hier zum Mixen von Aufhellung, Haaraufhellung, das gekauft. Das war's auch schon. Ach nee, rote Haarfarbe gekauft. Die kommt morgen erst an. Ich heute den ganzen Tag überlegt, soll ich das wirklich tun? Soll ich das riskieren? Bin mir aber immer noch nicht 100% sicher. Wie jedes Mal, wenn ich meine Haare aufhelle. Denn ich habe das schon so einige Male gemacht und meine Haare sind relativ kaputt. Nicht so kaputt, wie man denken würde. Ich habe echt ziemlich so dickes und gesundes Haar. Also so wirklich kaputt sind nur die Spitzen. Aber die gehen eigentlich auch noch. Ja, deswegen habe ich mir so überlegt, so, soll ich das wirklich tun, soll ich das nicht tun? Riskiere ich eine Glatze oder einen Bobschnitt? Kurz so hin und her überlegt und gedacht, ja, ich riskiere das, ich will das haben und deswegen werde ich es tun. Ja, denn bei mir ist es immer so, zum Sommer hin, dann bin ich eher so der helle Farbentyp. Meine Klamotten werden heller, meine Nägel werden heller. Darüber wollen wir jetzt nicht reden. Meine Haare werden heller. Und wahrscheinlich zum Winter hin werde ich dann wieder dunkle Haare haben wollen, aber auch wenn ich es schon vorher haben will, dunkel geht immer. Dunkel geht immer. Und ist auch nicht so schädlich. Sieht hier so leer aus. Ich habe gerade tatsächlich, muss ich euch gestehen, habe ich gerade alles, was hier hang, runter auf den Boden gekloppt. Ja, damit es ein bisschen cleaner aussieht. Ja. Ich glaube, wir werden es tun. Es ist mal wieder Zeit für eine Veränderung. Ich kann einfach nicht monatelang ins Spiegel gucken und denken, ja, gefällt mir, was ich sehe. You go, girl! Und dann geht das schnell wieder weg und dann muss ich wieder was verändern. Und das ist so ein kleiner Teufelskreislauf. Aber ich glaube, zuerst werden wir jetzt meine Haare aufhellen. Ich hatte ja zuletzt schon hier so ein paar Strähnchen aufgehellt. Die waren dann auch recht kaputt, sind sie auch immer noch. Aber durch diese, ich habe es in dem Video schon damals gesagt, ne? Das ist die beste Haarmaske, die ich je hatte. Die hat 6 Euro gekostet, das ist 1 Liter und die ist so geil. Wenn ich bade, ich mache die rein, ich lasse sie so eine halbe Stunde oder Stunde einwirken. Yes, we love that. Queen shit. Deswegen gehen meine Haare auch. Ja, die sollte ich wahrscheinlich nicht nochmal aufhellen. Weiß ich nicht, wie ich das abtrennen soll, dass das nicht passiert. Abtrennen, kein Fan von. Ich sag, wie es ist. Einfach. Vielleicht die ersten 2 Strähnen mache ich so, ja, pipapo, abtrennen. Aber dann überkommt mich der Wahnsinn und ich denke mir, das ist lame, da habe ich keinen Bock drauf. Dann nehme ich die ganze Paste und dann habe ich später überall Flecken und denke mir so, hätte ich mal abgetrennt. Und beim nächsten Mal denke ich mir, trenn ab, du weißt, letztes Mal hast du es bereut und dann mache ich es wieder nicht. Außerdem habe ich jetzt sowas hier. Kennt ihr bestimmt. Oh, meine Nägel. Kennt ihr bestimmt. Ich weiß nicht, wofür es gut ist, aber ich habe es gesehen, dass viele das benutzen. Also musste ich das auch haben und benutzen. Und tatsächlich, ganz interessante
Erfahrung habe ich gemacht. Und zwar vor so 4 Tagen oder so war ich so total blass, also tagelang, ich war so richtig blass, ich sah so richtig ungesund und krank aus und ich dachte mir so, who's that bitch? Und dann kamen diese Dinge an. Leute, es ist noch heile. Und dann habe ich das benutzt. Oh, eine Ecke ist abgebrochen. RIP. Egal. Das benutzt man so. Und den Roller irgendwie so. Genau, die kamen dann an und dann habe ich das benutzt mit so Gesichtsserum, ne? Dann hier so ein bisschen gerollt. Und seitdem, ich habe wirklich das Gefühl, meine Haut sieht wieder fresh aus. Ebenmäßig einfach. Weil ich war, wie gesagt, ich war so blass und fleckig. Und wenn ich das benutze, ich habe so ein Gefühl, das macht wirklich die Jawline so snatched. Wenn ich das so ein paar Mal benutze, habe ich wirklich so ein Gefühl. Und dann mache ich hier so, ein bisschen so rollen, überall. Und außerdem ist es total angenehm, ich lieb's. Weird. Wait a second. Was ich gerade gefunden habe im Schrank der Unendlichkeit. Wir haben noch solche Piercing-Pistolen. Okay, ich war mir sicher, ich habe sogar noch so Drogerie-Haarfarbe in Rot. Aber es stellt sich heraus, es war ein Aufheller, den ich noch habe. Aber das benutzen wir hier nicht, weil this ain't doing shit. Was ich noch habe, ist 6%iger Aufheller. Oder wie ich außer Atem bin, nur weil ich mich gebückt habe und im Schrank gewühlt habe. Wasserstoffperoxid, 6%. Und dazu, ich komme gleich wieder. Leute, es schneit einfach. Nichts gegen Schnee, aber es ist jetzt April fast, übermorgen. Da muss das nicht sein, vor allem wenn jetzt schon so geiles Wetter war. Jedenfalls, ich habe mich hier schon mal in mein Mando Diao Haarfärbeshirt geschmissen. Das heißt, es wird ernst. Der Ernst des Lebens. Ich mache jetzt hier mal kurz die Heizung ein bisschen höher. Denn ich bin ein bisschen am Freezen, ne? Ich sag, wie es ist. Hier. Blondierpulver. Staubfrei. Die Stunde der Wahrheit. Ich bin auch eigentlich dabei, meine Haare lang wachsen zu lassen. Das wird wohl nichts. Ich trage meine Haare auch nie offen, weil jetzt seht ihr, warum. Guckt mal, wie ich aussehe, wie so ein Pudel. Ich habe keine Locken oder sowas. Ich habe nur eine Locke hier im Nacken. Hier. Total schön. Aber ja, meine Haare sind halt irgendwie immer so ranzig-wellig. Wisst ihr, nicht so schön wellig? Ranzig. Gut, weil ich auch eine Klammer trage. Aber... so, wie wir hier schon mal sehen, oh shit, nicht gut. Das ist natürlich jetzt so eine Sache. Ich glaube, so ein ganz bisschen schneide ich jetzt mal ab. Oh Gott, wenn ich das schon sehe. I'm scared for life. Ich mache jetzt einfach den klassischen Trick hier. Haare aufteilen, nach vorne und schnippeln. Wo niemals ein gerader Schnitt raus wird. Aber das ist das Einfachste. Schneide jetzt einfach mal hier so ein bisschen ab, damit wir es nicht so, boah, nicht so ganz, Trail, guck nur so ein bisschen, habe ich jetzt abgeschnitten. Boah, und zack, fühlen sie sich wieder so gesund an. Ach. Healthy Hair Queen. Who's she? Sorry. I'm sorry. Ich habe gerade echt ein gutes Gefühl bei der ganzen Sache, muss ich zugeben. This is going to be great.
Wisst ihr, mein Lebensziel ist es, dass Brad Mondo mal auf meine Haarfärbevideos reagiert, würde ich sagen. Sorry, kacke Deutsch. Wenn ihr nicht wisst, wer Brad Mondo ist, Pech. Boomer. Okay. Ist da noch was, Leute? Sagt mal schnell. Ich habe wirklich ein gutes Gefühl gerade bei der Sache. Also, ich meine, ich habe schon viel rumgefärbt. Sorry, ich rede voll mit dem Rücken zu euch. Ich habe schon echt viel rumgefärbt und experimentiert und alles. Und ich hatte schon viele Fails, aber ich würde sagen, ich bin Künstler da drin. Ist dann am Ende doch noch so hinzubekommen, wie ich es will. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann ich. Und ja, deswegen, egal was passiert, auch wenn ich am Ende einen Bobschnitt habe, ne? Was soll schief gehen? Will ich wirklich helle Haare? Ja. Okay, wir fangen einfach mal so an, dass ich mir hier so ein bisschen abteile. Stop. What the hell are you talking about? Man soll ja erstmal den Ansatz aussparen. Denn an der Kopfhaut ist es wärmer und dadurch wird das halt schneller hell, ne? Aber da bin ich kein Fan von, weil... Stell euch vor, ihr habt 2 Millionen Haare und ihr macht alles in Bleach. Und dann seid ihr fertig und müsst überall nochmal den Ansatz finden. Wie ist das denn möglich? Nee. Ja, ich find's gar nicht schlimm, wenn die Ansätze heller sind als der Rest. Also auf der Packung steht immer staubfrei, ne? Und dann fliegt mir immer so ein Stäubchen in die Nase. Das kann gar nicht sein. Und da steht drauf, Staub nicht einatmen, habe ich bereits. Also ich mache das immer so ein bisschen pipapo, Auge mal Auge. Nee, wie heißt das? Augenmaß? Keine Ahnung. So mache ich das immer. Aber es soll so 1:1 quasi sein. Jetzt mixen wir. Wusstet ihr übrigens schon, dass... Ich hab's. Ich gerade dabei bin, meine eigene Marke zu gründen. Ja, ihr habt richtig gehört. Mir brennen die Augen. Boah, ich hasse es. Da drehe ich gleich mal die Heizung runter. Da werde ich auch nochmal ein komplettes Video zu machen, weil das will ich mit euch teilen. Mit der ganzen YouTube-Welt. Denn ich gründe gerade meine eigene Marke und sie heißt... Hey, Bestie. Es ist eine Klamottenmarke, eine... Ja, bis jetzt habe ich Hoodies und T-Shirts. Das Besondere an dieser Marke, an Hey, Bestie, ist, dass die Kleidung, die Produkte, sind alle Fairtrade nach... Voll eingeatmet. Fairtrade, nachhaltig, vegan und bio. Yes, we love a Fairtrade Queen. Ich liebe das. Oh mein Gott, geil. Ich hatte gerade einen kurzen Gedanken, das zu essen. Aber nein. Alles, aber nicht das. Boah, das brennt dir echt alle Sinne aus der Nase. Gehe ich jetzt direkt bis zum Ansatz? Ja. So, jetzt haben wir hier den nächsten Part runtergelassen. Nehmen uns eine fette Hand. Blondierung. Und throwen it da einfach mal drauf. Wie immer. Brad würde jetzt sagen, oh my god, girl. You forgot to section your hair. Stop it. Ich muss frischen durch. Da fängt es schon an, die Gehirnzellen.
Ich muss zwischendurch so einen frischen Atemzug mal mir gönnen. Wir sind fast fertig, aber wir haben keine Farbe mehr, also keine Bleiche mehr. Das heißt, mir brennt der Lorenz. Endspurt, Jungs. Platsch. Impulsively dyeing my hair, check. So, Sonne, Matte. Habe ich was vergessen? Wie ist es denn an die Tür gekommen? Wait a goddamn second. What the fuck? Ja, ich habe gerade die Reste vom Boden aufgesammelt. An dieser Stelle des Abends mixe ich das jetzt auch einfach mit meiner Hand. Ich lasse jetzt so, ich habe keinen Bock mehr. So, ich werde das jetzt 30 bis 40 Minuten einwirken lassen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das ausgewaschen habe. Wir sehen uns in 3, 2, 1. Immer diese Momente danach, wenn man so einen Übergang macht und dann so awkward. So, weiter geht's. Ach, ich habe eine Transition gemacht. Ja, ich habe die Lappen, den Lappen wieder aufgehangen und die Bademäntel. Scheiß drauf. So, wir gucken uns jetzt mal zusammen hier meine neue Haarfarbe an. Hier sieht man schon Löckchen. Sieht schon mal yellow aus. Sind wir bereit? Ja. Okay, also es ist fleckig. Es ist nicht blond, aber für Rot sollte es reichen. Für Rot reicht es. War nicht anders zu erwarten. Warum tue ich jetzt so einen auf schockiert? Ich sehe schrecklich aus. Also wir nehmen diese hammermäßig geile Haarmaske. In die Haarmaske packe ich jetzt ein bisschen von den Directions von Lila. Weil Lila macht ja Gelbstich weg. Ich frage mich bei solchen Masken eigentlich, machen die wirklich die Haare heile oder fühlt es sich durch die ganzen Silikone und Zusatzstoffe nur so an? Voll die Flecken. Vielleicht gehe ich da morgen einfach nochmal dran. Naja, immerhin habe ich noch viele Haare, wie man sieht. Bist du mich trotzdem noch schön? Ich kann die Aufnahme nicht stoppen, weil ich schmierige Hände habe. Bin immer noch da. Partnerlook, willst du deine Musik promoten? Nein. Hab da gehört. Hallihallo, da sind wir wieder. Es ist jetzt der nächste Tag. Damit werden wir jetzt arbeiten. Ich hatte jetzt 14 Stunden lang die Haarmaske drin. Meine Haare sind super soft, aber trotzdem noch fried natürlich. Bin ich jetzt auch nicht überrascht drüber. Ich zeig mal von hinten. Ja, so sehen sie jetzt aus. Sie sind schon sehr viel kürzer, aber das ist eigentlich auch egal. Ich habe auch noch viele dunkle Strähnen hier drin. Wie zum Beispiel hier auch Ansätze. Eigentlich war jetzt mein Plan, dass ich, oh Gott, dass ich da jetzt nochmal rüber blondiere über die Stellen und das ordentlich mache. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Und für Rot sollte das sollte funktionieren. Das heißt, ich mache jetzt erstmal Rot rein und dann kann ich in ein, zwei Wochen nochmal nachblondieren. Dann sind die Haare auch nicht so krass strapaziert. So, ich habe jetzt hier Poppy Red Directions. Ich habe ja gestern schon gesagt, es schneit. Wache ich heute Morgen auf, gucke ich nach draußen, ich so, sehe ich richtig? Ne? Und dann dachte ich mir so, heute ist der 1. April. Entweder verarscht uns die Regierung und macht Schneekanonen oder das Wetter verarscht uns. Ich weiß es nicht. So, ich habe jetzt hier gleich auch mal die ganze Packung benutzt. Ich habe noch eine Packung, weil ich will ja nicht, dass es irgendwie orange oder pink wird, sondern es soll knallig rot sein. Und dann fangen wir einfach mal an. Wie ihr wisst, aufteilen, nö.
einfach irgendwie drauf klatschen. Ja, dann melde ich mich in ein paar Stunden nochmal zurück mit dem Finished Look. Hallihallo, ich bin's mit einem Voiceover, weil ich war pissed. Ich hatte keinen Bock zu reden. Ich habe das ganze 6 Stunden oder so einwirken lassen, weil ich keinen Bock hatte zu duschen. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, so sieht's aus nach dem Duschen. That bitch is pissed. Oh my god. Ja, wie man sieht, Flecken war ja klar, war nicht anders zu erwarten. Hätte ich mal abgetrennt. Was soll ich dazu sagen? Wie man sieht, meine Haare sind nicht rot, aber... YOLO.